Ob das so ist, das wollen wir jetzt testen. Wir haben hier vorne natürlich ein paar Buzzer aufgebaut. Wie gesagt, und jetzt sind wir wieder bei RTL. Das heißt also, wir haben einmal unsere beiden Prinzenpaare. Dazu bin ich das Kinderprinzenpaar auch wieder in Position. So. Ich darf euch nur um eins bitten, wenn ihr auf die Buzzer haut, haltet sie bitte auch fest, damit sie, die sind, ja, ist halt provisorisch, ne? Wie wir so sind im Karneval, immer flexibel. So, und ich würde sagen, sobald du das Lied erkennst, hätte ich natürlich gerne... Was wollen wir denn, Volker? Sind wir schon mit dem Titel einverstanden oder hätten wir auch gerne das Prinzenpaar dazu? Ja, ne, wir wollen mir ja nichts daneben so schwer machen. Weil warum? Er hat schon mit Karneval sehr viel an der Brause das ganze Jahr über. Weil wir sind ja immer sehr, sehr hartnäckig, aber Thomas ist immer ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner. Weil selbst wenn er für die Lösung im Moment kein Problem hat, aber er hat immer eine Idee, wie wir letztendlich dahin kommen, wo wir alle hinwollen. Nämlich, dass das der Karneval und die karnevalistische Brautumspflege hier in Essen weiterhin bestehen kann. Und da ist er uns eine riesengroße Unterstützung. Das muss ich wirklich mal sagen. Das ist nicht in jeder Stadt so, das ist nicht selbstverständlich. Und da mal ganz, ganz herzlichen Dank an unseren Oberbürgermeister, Thomas Kufen. Also von daher reicht das Lied. Er muss jetzt nicht noch wissen, wer Prinzenpaar war und die Konfektionsgröße der Prinzessin oder so. Nein, 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 das machen wir nicht. Also ein Lied alleine reicht, aber es wird schwer, ich sag dir. Gut, dann würde ich sagen, wir starten mit dem Lied Nummer 1. Die sind also etwas verzerrt worden oder langsamer gestellt worden. Ich würde sagen, wir starten mit Nummer 1. Jawohl, unser Prinz hat's erraten. Hört man sofort. Nein, man hört sich immer an, wenn der Prinz getrunken hat, nachts um 12 Uhr, dann hört er sich so an. Nein, das war natürlich, logischerweise, in Essen blüht dir was. Genau, das war im Jahre 2017, 2018, Kai und Vivian als Prinzenpaar mit In Essen blüht dir was. Und jetzt hören wir es richtig. Das gibt es nur hier bei uns in Reinkultur. Das gibt es nur hier bei uns an der Ruhr. Alle, Essen blüht dir was. So, das war In Essen blüht dir was. Und es geht weiter mit Lied Nummer 2, Thomas. Jetzt bin ich aber fest davon überzeugt, dass du da punkten kannst. Also, los geht's. Der Zuschlag geht an Thomas. So, und wie ist die Auflösung? Gelb und Blau. Andersrum. Ja, nicht genau, unser Prinzenpaar André und Carolina im Jahr 2015, 2016. Der Punkt geht an Thomas. Und sie waren damals Nummer 1 beim WDR Jackduell mit Gelb und Blau. So, ich würde sagen, wir starten mit Nummer 3. Der Punkt geht ans Kinderprinzenpaar. Und wie ist die Auflösung? Also das ist das Lied von Andreas und Caro. Heike. Nee, Heike. Caro hatten wir gerade. Ich habe mich vertan. Das zählt trotzdem als Punkt, oder? Aber sowas von als Punkt. Sowas von als Punkt. Also hier. Im Zweifel, hier, also hallo. Das ist ja relativ einfach, Thomas. Du hast dich mit den Farben vertan, er sich mit den Vornamen der Prinzessin. Genau. Komm, so fair müssen wir schon sein, Herr Oberbürgermeister, ist so. Ist er drin oder ein Politiker? Noch drin. Ist ganz egal, ob du überall noch bist, trink doch was du willst, er ist doch Karneval. Ob bei Lauf oder Hellau, nimmst dich so genau. Darauf kommt's nicht an. Die Luft ist ja noch besser. Aber natürlich. So, wir legen los mit Nummer 4. Thomas? Bernie? Die Partymeile, da hat der Thomas recht. Und noch ein Punkt für Thomas. Muss ich mir langsam Sorgen machen? Das waren Bernie und Katrin 2018, 2019 mit der Partymeile. Dann machen wir den bei Gleichstand. Aber im Zweifel für den Karneval, ne? Genau, so ist es richtig. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit Nummer 5. Oh, die Kinderprinzessin. Enttäuscht mich nicht. Olli und Sandra hat sie gesagt. Genau, das war 2016, 2017. Meine Wenigkeit mit meiner Prinzessin Sandra mit, ja, Essen ist im Pott. Essen ist im Pott. Lecker, 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 Essen ist im Pott. Man riecht schon, Essen ist im Pott. Lecker, 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 Essen ist im Pott. Die ganze Gegend ist voller schöner Frauen und voller toller Jungs. Ja, das gibt es nur bei uns. So, wir sind bei der Nummer 6 angekommen und es wäre jetzt entscheidend. Ich hoffe, jemand hat mitgezählt, weil ich habe dann irgendwie jetzt, glaube ich, in der... Nein, also nach meiner... Steht gut für uns, ne? 3:2 für uns. Ja, genau. 2:3 aus Folie. Können wir den linken Passer nehmen wir erstmal weg, schon mal? Wir müssen euch erstmal einflussen, ne? Ja, gut. Dann würde ich sagen, Stapel Nummer 6. Unser Kinderprinzipal? Prinz Janik. Natürlich das Lied von Folie und Julia. Aus dieser Session, aus der jetzigen, direkt erkannt. Ja, und dann freuen wir uns drauf, das jetzt zu hören. Das ist richtig. Wir feiern heute, so wie noch nie. Ob jetzt am Ballermann oder beim Abregie. Wir feiern wie verrückt, auch gern im Karneval. Wir feiern heute auf jeden Fall. Bist du eine große Nummer oder ein kleines Licht? Das fällt doch beim Feiern gar nicht ins Gewicht. Bist du ein Arsch? Ja, meine Lieben, ich würde sagen, das waren 4 Punkte für unsere Prinzenpaare und leider nur 2 Punkte für dich, lieber Thomas. Das heißt, du darfst dann jetzt in diesem Moment die Schlüssel an unsere Prinzenpaare übergeben. Also ich habe, glaube ich, noch nie so gerne die Schlüssel abgegeben wie... in dieser Zeit. Wir freuen uns einfach auf eine tolle Session, auf ein Ende am Rosenmontag. Das wird eine Riesenfeier, das wird auch ein Comeback des Essener Karnevals sein. Bei bestem Wetter sehen wir uns draußen. Karneval ist bunt und Karneval ist friedlich und es ist vor allem ein gutes und großes Fest des Miteinanders. Weltoffen und tolerant, so wie unsere Vaterstadt Essen, darauf freue ich mich. Deshalb gebe ich gerne die Schlüssel ab und gehe nach Hause. Das waren tolle Worte. Danke, lieber Thomas. Wir rufen aus auf unsere Meister und auf die Prinzenpaare. Ein traditionelles Essen. Ja. Ratersturm. Ja. Prinzenpaare. Ja. So, und jetzt gibt's Fotos. Wir machen vielleicht ein bisschen Musik im Hintergrund.